Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir haben die letzte Folge hier die Ebenen besucht, die ersten Goblins vernichtet. Und da liegt noch irgendwas. Da drüben auch, ich gehe mal gucken. Das Wildschwein, das macht sich hier auf jeden Fall einen bunten. Ja, war natürlich ein Denkfehler von mir letzte Folge. Ich hatte ja gesagt, jetzt haben wir hier Schwarzmetall bekommen. Warum keine neuen Rezepte? Lederreste? Wo ist Fleisch? Also anscheinend gehen die Goblins gegen die Wildschweine vor. Ja, wir müssen das natürlich erstmal schmelzen, natürlich im Schmelzofen. Und wenn wir dann das richtige Metall haben, sollten natürlich auch neue Rezepte kommen. Das war ein kleiner Denkfehler, aber fiel mir zum Glück gleich ein. Somit haben wir das auch geklärt. So, das ist cool. Da vorne sind auch noch ein ganz paar Nixen. Dann können wir hier jetzt erstmal ordentlich Fleisch sammeln. Oh, dieser weit geflogen. Warum gab es hier keinen Nixenschwanz? Oh, Goblin. Ich habe kein Schild in der Hand. Schlecht. Jetzt 102 blockiert. Ja, also die machen schon... Ui. 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 Wir haben kaum noch Ausdauer. Und der nächste Schildblock muss sitzen. Sonst haben wir ein Problem. Hat gepasst. Au, wir müssen trotzdem schon echt aufpassen, ne? Dann wird es jetzt dunkel, da würde ich sagen, ach, jetzt können wir das Schwarzmetall nicht mitnehmen. Mann, dieser Mod muss endlich funktionieren, das nervt mich. Nach der Folge schaffe ich es dann mal zu gucken. Ah, bloß eine Nixe, ein Glück. Ja, also die Goblins sind schon echt heftig, da wäre es eigentlich auch ganz cool, wenn wir die Rüstung und unseren Streitkolben alles mal auf die 2 bringen können. Also ich setze alles dran, nach der Folge hier den Mod zum Laufen zu kriegen. Es gibt zwar noch irgendwie einen Trick mit nochmal einer neuen Welt erstellen, mit dem gleichen Seed und keine Ahnung, aber das muss ja halt auch alles nicht sein. So, jetzt haben wir wieder einen kleinen Fehler gemacht, aber den kriege ich schnell korrigiert. Und zwar würde ich mir ganz gerne einmal hier markieren, hier das Portal haben. Dann brauchen wir eine Truhe und wir haben natürlich kein Holz mehr. Wie sollte es anders sein? Ja, hier im Dunkeln, ganz ehrlich, das ist mir nichts. Und der Ausgeruht-Skill wäre auch ganz geil. Die hauen halt ordentlich Schaden rein und dementsprechend viel Ausdauer zieht es uns halt beim Blockieren auch ab. Wie viel Holz brauchen so eine scheiß Truhe? Sagt's mir bitte. Hier haben wir es. 10 Stück. Verdammt. Müssen mal irgendwas noch nachschmeißen. So, gibt es jetzt hier mal irgendwo kleine Sträuchers? Das sieht gut aus. Dann sollten wir es doch zusammen haben, oder? Ja, 13 Holz, passt. Also schnell Truhe hingebaut, zurückgereist. Was kommt denn da? Nur ein normaler Krautzwerg und ein Gräuling. Na gut, die kriegen wir noch hin. Und gebt mir noch euer Zeug. Und dann schnell weg hier. Ja, weil wenn hier 2, 3 Goblins auf einmal kommen, haben wir echt ein Problem. Ah, ich hoffe, dass das hier alles überlebt. Wir können es ja nochmal probieren. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ach, verdammt. Wäre zu schön gewesen. So, einmal zurück. Ausruhen, Inventar leeren und dann gucken wir hier auf jeden Fall mal weiter. Wie gesagt, die Moltebeeren brauche ich halt unbedingt noch, dass wir den besseren Met brauen können. Das wäre echt noch ganz schön wichtig. So, hier haben wir ein bisschen Harz. Ich hatte mal was aus der alten Basis mit rübergenommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das außerhalb vom Let's Play gemacht habe oder mit euch zusammen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wir hatten in der alten Basis noch ohne Ende Harz. So, wir können auch mal wieder ein paar Feuersteinpfeile und so herstellen. Ja, so viel Fleisch war es gar nicht. 10 Stück haben wir zusammen mit dem nächsten Zeug. Nadel. Ich weiß noch nicht genau, was uns eine Nadel bringt. Werft jetzt mal bei Sonstiges mit rein. Da kann auch das Auge noch mit rein. Und dann haben wir noch Münzen. Ja, den Händler müssen wir auch irgendwann mal noch finden.
Bin mittlerweile bei 110 Spielstunden oder sowas. Dann zumindest bei Steam jetzt drin. Wo ich auch sagen muss, dass das Spiel ab und zu mal lief, währenddessen ich nicht am Computer war. Also einfach hier so gedrückt und irgendwo stehen geblieben, ist eigentlich dumm, weil wenn hier so ein Angriff kommt oder kleiner Gräuling, dann ist man einfach tot. Ach. Aber das hat man halt ab und zu, oder ich zumindest ab und zu am Anfang nicht so bedacht. Jetzt die Frage, ist der Gegner noch da oder? Na, erst stand da Gegner in der Nähe, dann stand da Holz fehlt. Ach man. Müssen die Basis noch größer kriegen. Oder einfach, obwohl, nee, das bringt nichts. Ja, die Basis einfach größer kriegen. Dass die Mauer weiter weg ist vom Bett. Bei den ganzen, die ganzen Probleme mit dem Schlafen nicht mehr haben. Bin erstmal froh, dass das hier mit dem Häuschen und dem Lagerfeuer so gut klappt. Dass hier nicht mehr bei Regen auf einmal nichts mehr angeht, obwohl ja ein Kamin und Dach drüber ist. So hat man das ja in der alten Basis. So, jetzt können wir auch in Ruhe schlafen. Und dann geht's mal wieder zurück. Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin ziemlich aufgeregt, was die Ebenen angeht. Müssen mal gucken, ob dort in diesem kleinen Gebäude, was da stand, wir da noch irgendwie ein paar coole Sachen finden. So, jetzt erstmal das Holz wieder weg. Das weg. Das eine Harz können wir mal schnell hier mit reinwerfen. Und einen Stein hatten wir noch. Einen Schlüssel brauchen wir eigentlich auch nicht. So. Passt. Passt. Lasst uns noch mal ganz schnell reparieren, wenn wir einmal hier sind. Und dann haut das doch hin. Ja, das letzte Fleisch, was wir jetzt haben. Hauen wir stattdessen einen Honig hinterher, wo man halt sagen muss, 94 Leben. Wir sind eigentlich ganz schön schwach ausgerüstet. Überlegt, dass so ein Goblin mal 50 abzieht. Halten wir nicht mal zwei Schläge aus. Das ist ein bisschen uncool. Was ist denn da oben? Ah, schon wieder so eine Mücke. Oder Moskito. Habt ihr das gesehen, ne? Kleine Vieh geht hin. Weiß nicht, ich glaube, es war ein Wildschwein. Sehen wir gleich. Rohes Fleisch, Leder. Ja, war ein Wildschwein. Schaut mal, was hier alles rumliegt. Also eigentlich ist es cool. Müssen wir die am Leben lassen? Geklärt hier alles. So, was haben wir denn hier? Eine Truhe, eine Fackel. Fackel haben wir ja Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Eisenpfeil. Eisenpfeil. Ne, Feuerstein. Holzpfeil, okay. Müssen nur aufpassen, die sieht man halt nicht so gut, die kleinen Biester. Bögen verbessert, cool. Okay, ja, die halten zum Glück nicht ganz so viel aus. Und lassen anscheinend jedes Mal eine Nadel fallen. Für irgendwas wird das auch schon noch gut sein. Steht da was dazu? Das spitze Ende eines Todeskitos. Hier sieht zumindest erstmal ruhig aus. Ist jetzt hier... Ah! Oh, shit, hat das Vieh abgezogen. Alter, shit. Nein, ich will nicht sterben. Weiß ich, warum die jeder hasst. Wir müssen es umbringen. Ah Gott, trifft das Vieh mal. Eigentlich kann ich nur blockieren. Ah Gott, okay. Also ordentlich blockieren, aber holla die Waldfee. Wir sind definitiv viel zu schlecht ausgerüstet für die Ebenen. Ich sehe schon, dass der nächste Tote nicht mehr weit entfernt ist. Jedenfalls brauchen wir die Eisenrüstung auf der 2. Jetzt ist wieder das Problem, jetzt haben wir das Schwarzmetall schon gefunden. Die Schwarzmetallrüstung wird sehr... Moltebären! Wir haben Moltebären, cool. Metmischung mittlerer Ausdauer, da steht's doch. Gott, und gleich richtig viele. Wow, 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 ey, das ist ja Wahnsinn, cool. Wenn die immer so wachsen, in so großen Gruppen, dann wäre das natürlich mega cool.
Ja, die Schwarzmetallrüstung wird wahrscheinlich auch noch viel besser sein als Eisenrüstung Stufe 2, deswegen bin ich gerade schon wieder so ein bisschen im Zwiespalt. Ist halt natürlich auch nur die Frage, wie viel kostet's, weil wir dafür einen Teil auch 20 Schwarzmetall brauchen, dann müssen wir erstmal 20 Goblins erledigen. Ja, mal gucken. Wir schauen uns das einfach mal an, wie das wird. Prinzipiell hätte ich auch nichts dagegen, dass wir den Plan beibehalten, dass wir die Eisenrüstung hochstufen. Vielleicht kriegen wir es ja auch hin, ein Schwarzmetall-Teil schon mal zu craften und die anderen beiden Rüstungsteile aus Eisen werten wir halt auf. So, da oben steht auf jeden Fall ein Goblin. Kobold, ich sag die ganze Zeit Goblin. Haben wir die jetzt geweckt? Mach Schaden, aber ich glaube nur am Gebäude. Das ist auch noch einer mit einem Stern. Gott, wir haben nur 65 Leben, ne? Ah, wir müssen echt aufpassen. Okay, einfach draufhauen. Wir müssen echt aufpassen, uns darf hier kein Fehler passieren. Wir brauchen jetzt hier erstmal eine etwas bessere Mischung. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hat er auch wieder? Sie haben alle Schwarzmetall. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Ich habe ein bisschen Angst vor dem da oben, ehrlich gesagt. Ja, gerade noch mit so einem Sternchen, der hält noch mehr aus oder macht noch mehr Schaden oder was auch immer. Lasst uns mal gegen so einen Goblin kämpfen und hier kommt auf einmal so ein Moskito vorbei. Der Todeskito. Dann sind wir echt ganz schön am Arsch. Er hat halt auch noch eine gute Stellung da oben, aber ich denke fast, da wird vielleicht auch irgendwo eine Truhe rumlungern. Mit ein bisschen Schwarzmetall. Weiß nicht, ob wir es riskieren, obwohl wir jetzt gerade eigentlich ganz gut dastehen. Mit 134 Leben, beziehungsweise wird es gleich noch ein bisschen mehr, komplett volle Ausdauer. Ja, wir können das schon mal riskieren. Wir holen uns mal noch schnell das Wildschwein. Also an Tieren und Pflanzen scheint es hier auf jeden Fall nicht zu mangeln. Ich hoffe halt sehr, dass er alleine ist. Komme ich hier durch, ohne mir weh zu tun? Ja. Geht. Ah, der wartet schon auf uns, ne? Seht ihr den kleinen Racker? Nein! Ich habe nicht richtig geblockt. Ich dachte, weil der gerade zugehauen hat, haben wir erstmal eine Sekunde Ruhe. Oh Gott! Ach du Scheiße, ne, der hält viel zu viel aus. 46 Leben noch. Naja, bleibt zum Glück da oben. Uns in Ruhe generieren können, können wir wieder hoch, neuer Versuch. Bisschen schade, dass wir den nicht treffen. Vielleicht, wenn ich... Komm ich auf den Stein hoch? Ich habe ein bisschen Paranoia und guck die ganze Zeit hin und her. Weil wenn hier ein Goblin von hinten angerannt kommt, wird's halt echt Mist. Aber eigentlich könnten wir doch hier irgendwie stehen bleiben, ne? So. Müsste ich doch jetzt kriegen, wenn der hier wieder rüberkommt. Jetzt geht er natürlich in die andere Richtung. Ich habe ihn nicht getroffen damit. Ach, wie gern hätte ich gerade einen Molotow. Würde uns das Leben vereinfachen. Wo ist er denn? Oh, irgendwas? Was war denn jetzt? Einfach selber gegen die Steinmauern geschlagen oder was war das gerade? Schon wieder. Ich glaube, der haut gegen die Steinmauern. Gut, wir sind wieder ganz gut ausgerüstet. Hauen uns hier nochmal ein bisschen was rein. Wir müssen ja eigentlich nur ordentlich blockieren. Oder? Bleibt der oben? Oh nein! Nein, was mache ich denn? Ich hoffe, der fällt jetzt nicht auf einmal runter. Nein, komm schon, lass mich den... Der fällt runter. Ach, shit. Wir müssen echt wirklich nach jedem Schlag blockieren. Draufhauen. Wir machen natürlich um einiges mehr Schaden, wenn der so taumelt. Das macht er auch nicht immer. Aber mit der Ausdauer geht's eigentlich gerade. Macht er denn? Jetzt. Ja, wir haben ihn gleich. Ich traue mich nicht, perfekt zu blockieren.
Wenn wir hier einmal verfehlen, haben wir ein Problem. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen. So, wir haben's. Hat er dafür coolere Sachen dabei? Münzen hat er und auch nochmal Schwarzmetall. Na, zumindest ein paar Münzen. Ich höre schon wieder ein. Ich habe auf jeden Fall das hässliche Lachen gehört. Entweder hier oben, aber definitiv höre ich noch einen. Ja, das ist nur normaler. Kommt der hier runter? Ich sehe halt mich selber auch nicht, das ist ein bisschen eklig. Aber zumindest machen wir dem mal wieder etwas mehr Schaden. Und der treffsicherste ist er auch nicht. Okay, perfekt, wir haben's. Bam, das nächste Schwarzmetall. Cool. Schade, hier drin steht leider nichts, aber zumindest haben wir... Nein! Wo kommen die denn her? Ist hier irgendwo ein Spawner? Steht da unten wieder einer. Problem ist, wir haben... Naja, doch. Wenn der jetzt nicht wieder Stufe 1 ist, nee. Ist ein normaler. Dann schaffen wir's. Angreifen will er anscheinend nicht, doch jetzt... Aber bei denen perfekt zu blockieren, ist echt ein bisschen schwierig. Der Honig ist gleich weg. Jetzt haben wir's. Leider ein bisschen die Mauer getroffen, sonst wäre er schon tot. Komm her. Und das nächste Schwarzmetall. Oder? Ja. Aber die haben definitiv immer eins einstecken und vor allem auch Münzen. Das heißt, die machen uns ziemlich reich. Das feiere ich schon mal sehr. Auch noch Münzen. Cool. Naja, wir machen uns mal so ganz langsam wieder auf den Weg zurück. Denn einerseits ist die Folge gleich vorbei. Andererseits würde ich ganz gerne auch mal alles sichern, was wir haben. Also die Moltebären und Co. Wir holen uns das Wildschwein hier vorne noch. Ja, aber man muss sagen, man läuft in den Ebenen echt mit sehr, sehr viel mehr Paranoia rum. Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass auf einmal so ein Moskito kommt. Jetzt hatten wir ja Glück, die Goblins waren alle einzeln, aber... Oder Kobolde, nehmt sie nicht übel, ich werde die wahrscheinlich Goblins nennen. Aber lasst da mal zwei auf einmal kommen oder so ein Vieh und so ein Moskito noch aus der Ecke. Dann wird's halt echt Mist. Die Himbeeren würde ich mir mal noch ganz schnell einsammeln. Okay, normaler Gräuling. Ach, macht das Spaß. Guckt mal, einmal draufhauen. Die hat man gleich viel lieber, nachdem man die Kobolde kennt. Jetzt habe ich es auch mal richtig gesagt. Ich muss nochmal ganz schnell gucken, was hier noch so kommt. Da drüben, ne, das ist ein normaler dunkler Wald jetzt. Ja, okay, also alles easy. Das ist ja gar kein Problem mehr dann hier. Da hole ich nicht mal mehr das Schild raus. Ah, die sind ganz gut zum Trainieren von unseren Schlagwaffenfähigkeiten. So, dann gibt's nochmal fix her, was ihr hier alles Schönes habt. Ah, das ist normaler dunkler Wald. Jetzt ist die Frage, sind die Ebenen jetzt tatsächlich nur so klein hier? Hier kommt ja gleich Wasser. Es wäre sehr, sehr schade. Gucken, ob es wieder der Uwe ist. Der Ulf. Ja, Uwe, sag ich schon. Mann, Mann, Mann. Ja, okay. Wir müssen mal gucken. Also, so wie es aussieht, obwohl hier drüben wird dann wahrscheinlich noch mehr kommen. Aber ich glaube, das war's hier erstmal soweit. Oder hier geht noch so ein Strich lang. Jeden Fall wäre es schön, wenn wir noch mehr Ebenen finden. Weil wir haben jetzt hier mal 5 und ich weiß nicht genau, was wir vorhin hatten. 3 oder 4. Gib mir dein Fleisch. Das aufgenommen? Ich glaube. Ja, wir gucken nochmal. Dann haben wir ja schon wieder die ersten 8 oder 9 Schwarzmetall zusammen. 8 Stück sind's. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Wir sehen jetzt bloß leider nicht, wie viel was kostet, weil wir die halt vorher erstmal schmelzen müssen. Und dafür brauchen wir den Mod. Sag mal, der Weg jetzt ging eigentlich von der Strecke her bis zu den Ebenen. Ist nicht ganz so weit wie bis hier zum Knochenwanst runter. Das könnte man notfalls auch mal laufen.
Also wenn das irgendwie, wenn alles schief geht mit dem Mod, wenn das irgendwie gar nicht klappt, dann könnte man das zumindest noch erlaufen. So, wir haben ordentlich Fleisch, das freut mich sehr. Die Moltebeeren packe ich hier mal bei den Früchten noch mit rein. Dann lasst uns mal noch schnell unser Inventar leer machen. So, was haben wir noch? Wir haben auch noch Harz bekommen. Wieder ein paar Augen. Etwas Stein, ein Löwenzahn. Münzen. Die Nadel hatte ich mit bei sonstigen drin, genau. Und etwas Holz. So, dann haben wir das doch geschafft. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe mal, dass die Ebenen noch ein Stückchen weitergehen. Aber ich denke schon, weil wir sehen ja auch hier noch so Sand und hier drüben. Ich denke mal, das wird vielleicht irgendwie hier so noch lang gehen. Mal gucken. Wir werden das auf jeden Fall alles schön erkunden. Und wenn es dann soweit ist und das mit dem Mod geklappt hat, uns natürlich auch alles upgraden und herstellen, was geht. Wir machen morgen weiter. Bis dahin. Macht's gut.